wenn ich Basketball spiele, dann fühle ich mich frei. Ich möchte, wenn ich groß bin, Basketballprofi werden. Wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich Basketball spielen und beruhige mich einfach. Sport vernetzt. Gemeinsam für Bewegung. Mit allen Sportarten. Deutschlandweit. Ein Beispiel: Alba in der Gropiusstadt. Die Stadt war in der Vergangenheit ein weißer Fleck auf der Berliner Basketballkarte. Alba kam mit einer Vision hier in die Gropiusstadt, die wir gern aufgenommen haben. Aber dann braucht es natürlich Menschen, die das umsetzen, die dafür brennen, die auch einen langen Atem haben. Alba! Gropiusstadt! Gropiusstadt ist so unser Lieblingsbeispiel, weil wir da auch schon so lange tätig sind und wir mögen diesen Ort. Wir arbeiten dort mit 8 Kitas und 10 Grundschulen. Wir vernetzen in der Gropiusstadt Bildungsorte miteinander und schaffen Übergänge in den Vereinssport. Und wir glauben, dass diese Idee deutschlandweit übertragbar ist, weil in jeder deutschen Stadt gibt es ein Wohngebiet, was ähnlich funktioniert wie die Gropiusstadt. Vereine aller Sportarten, soziale Träger, Sportverbände, Quartiersmanagements, Hochschulen und natürlich auch Kitas und Schulen selbst können unsere Sportvernetzpartner werden. Sie verbinden alle AkteurInnen vor Ort und sind so die treibende Kraft des Projekts. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass alle Kinder an verlässlichen, niedrigschwelligen und sportartübergreifenden Bewegungsangeboten teilnehmen können. Vom Kita-Alter bis zum Schulabschluss. Als ich von der Grundschule zur Oberschule gewechselt bin, dann habe ich mir erstmal gedacht, ja, jetzt wird es irgendwie aufhören oder so, aber dann waren es noch die gleichen Trainer und am gleichen Ort. Egal wo sie sind, ob an der Kita, an der Schule oder im Verein, wir wollen unser Angebot zu den Kindern bringen. Die Vierjährigen freuen sich immer riesig auf den Freitag, weil dann Luigi, unser Alba-Trainer, kommt. Und der wird dann schon morgens mit einem Bejubeln hier begrüßt. Und dann heißt es immer, Luigi, Luigi, Luigi kommt. Die gegenüberliegende Kita schickt einmal wöchentlich zu uns kleine Gruppen von Kindern, die hier die Alba-Trainer kennenlernen bei uns in der Sporthalle und damit auch schon das Schulgelände kennenlernen und die Schule. Und den Trainern begegnen sie dann später auch in der Schule hier und haben sozusagen Vertrauen zu den Personen schon aufgebaut. Das ist, denke ich mal, der große Vorteil daran. Alba! Eine Herausforderung des Projekts bestand und besteht tatsächlich darin, die weiterführende Finanzierung immer zu sichern. Öffentliche Mittel können die Finanzierung genauso unterstützen wie Unternehmen, Krankenkassen oder Stiftungen. Wir haben das immer wieder in die Verwaltung, zum Senat und in den Bezirk kommuniziert, dass das Projekt einen sehr großen Mehrwert hat für die Gesundheit hier der Kinder und auch sie in ihrer Bildungsbiografie ja unterstützen, weil sie über den Sport von der Kita in die Grundschule begleitet werden. Ohne Basketball wäre mein Leben langweilig und es macht Spaß, immer mit meinen Freunden mich zu treffen und Basketball zu spielen. Wir haben in letzter Zeit weniger Gewaltfälle zu verbuchen. Dies schreiben wir auch der Arbeit von Alba Berlin zu. Durch die kognitive und die motorische Entwicklung haben die Kinder einen Riesenvorteil zu anderen Kindern, die dieses Projekt nicht haben. Es geht schon darum, dass man den Sport in Deutschland ändert, dreht, reformiert. Von 1000 Kindern werden wir vielleicht einen Basketballprofi rausbekommen. Und trotzdem wollen wir 999 Sportbürger entwickeln, die die gleiche Leidenschaft haben, die eventuell ehrenamtliche Tätigkeiten als Trainer, als Schiedsrichter einnehmen und ihre eigene Sportbiografie schreiben. Auch wenn ich kein Profi-Basketballer werde, werde ich trotzdem noch weiter Basketball spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, auch Trainer zu werden. Ich hoffe, dass viele von unserem Beispiel lernen können, was wir viel die letzten Jahre aufgebaut haben, ausprobiert haben, was mal funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, lässt sich meiner Meinung nach auf viele Standorte übertragen. Sport vernetzt, wächst und verändert mit vielen Partnern die Bildungsstrukturen im ganzen Land.
daran glauben wir und das finde ich selber stark und das soll größer werden.